Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster beschränktes Wachstum. Was du bereits kennen solltest, sind die Bedingungen für das Monotonieverhalten von Folgen und wir werden uns jetzt beschränktes Wachstum anschauen. Nehmen wir mal an, wir haben eine streng monoton wachsende Folge. Das bedeutet, dass die Folgenglieder immer größer und größer werden. Es folgt allerdings nicht, dass die Folgenglieder beliebig groß werden. Hier ist ein Beispiel. Nehmen wir mal an, es ist ein schöner, warmer Sommertag und du nimmst ein Glas Limonade aus dem Kühlschrank. Und dann beginnst du alle 5 Minuten die Temperatur zu messen. Die Werte, die du erhältst, sind hier in der Tabelle eingetragen. Die werden allerdings nicht beliebig groß, sondern sie scheinen sich einer ganz bestimmten Zahl zu nähern, dem sogenannten Grenzwert. So, hier schaut es so aus, als wären das 25 Grad Celsius.